Hi und herzlich willkommen zu Vlog 4 der Vorbereitung auf die 10er Abschlussprüfung in Mathe an der Hauptschule. Ich habe euch heute wieder was Schönes rausgesucht aus dem zweiten Prüfungsteil, nämlich ein Arbeitsblatt zum Thema Satz des Pythagoras. Wie immer könnt ihr euch dieses Arbeitsblatt auf meiner Website runterladen und ausdrucken. Hier blende ich euch die nochmal ein. www.manuandmagda.com und macht das unbedingt, weil das ist die Idee von diesen Videos, dass ihr nämlich mitrechnen könnt und diesen Aufgabenzettel auch bei euch liegen habt und wir dann also zusammen diese Aufgaben durchrechnen. So als wäre ich quasi neben euch. Okay, wir fangen mal an. Satz des Pythagoras, das ist ein Thema, das vielen Leuten schwerfällt, aber das auf jeden Fall in der ZP drankommt. Und deswegen gehe ich hier mit euch nochmal 4 typische Aufgaben durch. Und wenn ihr die verstanden habt, dann solltet ihr auch mit der Satz des Pythagoras-Aufgabe in der ZP gut klarkommen. Vorab noch eine kurze Erklärung zum Satz des Pythagoras. Dafür habe ich so eine innermathematische Aufgabe rausgesucht. Also keine Textaufgabe, sondern ganz stumpf ein Dreieck. Und wir wollen eine fehlende Seite berechnen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck und das ist ganz, ganz wichtig, weil der Satz des Pythagoras, der funktioniert auch nur in rechtwinkligen Dreiecken. Den rechten Winkel, den markiere ich euch mal hier in Rot, der ist immer dadurch gekennzeichnet, dass so ein kleiner Punkt drin ist und der rechte Winkel hat 90 Grad. Das ist auch ganz wichtig, der rechte Winkel heißt so, weil er ein richtiger Winkel ist. Wenn jemand ein Haus richtig gemauert hat, dann kann man so ein Geodreieck in die Zimmerecke stecken und sieht, okay, der hat da 90 Grad gemacht hinten in der Ecke vom Zimmer. Also er hat richtig gemauert. Es hat nichts damit zu tun, dass der Winkel rechts oder links ist oder so. Das müsst ihr auf jeden Fall vergessen. Es geht nur darum, dass der richtig ist, also 90 Grad hat. Dann ist ganz wichtig, dass man weiß, für den Satz des Pythagoras, dass die Seite gegenüber vom rechten Winkel immer die längste Seite im Dreieck ist. Und die hat einen besonderen Namen. Die nennt sich nämlich Hypotenuse. Und dann gibt es noch die beiden anderen Seiten. Die werde ich jetzt hier mal in Gelb anmalen. Das sind die Katheten. Kathete 1 und Kathete 2. Wir haben also 2 Katheten. Das sind die beiden kürzeren Seiten im Dreieck. Ich hoffe, man erkennt das in Gelb, dass das eine gute Wahl war. Ich schreibe es euch lieber mal in Schwarz daneben, dann kann man es auf jeden Fall lesen. Die Katheten sind das. Ja? Wir haben also in so einem rechtwinkligen Dreieck eine Hypotenuse gegenüber vom rechten Winkel, die längste Seite und die beiden Katheten. Und der Satz des Pythagoras, der sagt Was war das denn? Der Satz des Pythagoras, der sagt Folgendes. Wir haben eine Hypotenuse, die nennen wir meistens C. Wir haben eine kleine Kathete, die heißt A und eine andere, die heißt B. Die sind übrigens immer so benannt, dass sie den Namen von der gegenüberliegenden Ecke tragen. Ja, also gegenüber der Ecke B ist die Seite B, gegenüber der Ecke A ist die Seite A, wobei Seiten in kleinen Buchstaben und Ecken in großen Buchstaben bezeichnet werden. Das kann man bei dem C nicht so richtig unterscheiden, aber da ist das auch so. Und die Seiten werden entgegen dem Uhrzeigersinn benannt. Das seht ihr auch, ne? A, B, C, A, B, C. Da kann man so im Kreis laufen. So, was sagt jetzt der Satz des Pythagoras? Das wollten wir ja eigentlich heute machen. Der Satz des Pythagoras sagt, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Und wenn ihr eure Eltern mal fragt, was die noch wissen aus dem Matheunterricht, dann würde ich 90% drauf geben, dass die a² plus b² gleich c² noch behalten haben. Die wissen meistens nicht mehr, dass das was mit einem Dreieck zu tun hat und was genau es bedeutet sowieso nicht. Aber diese Formel, die bleibt bei den meisten Menschen aus dem Matheunterricht noch hängen. Was heißt das jetzt eigentlich, a² plus b² gleich c². Es heißt, dass die Quadrate über den Katheten zusammengerechnet genauso groß sind wie das Quadrat über der Hypotenuse. Und weil das auf diesem mathematischen Deutsch kein Mensch verstehen würde, habe ich euch das nochmal erklärt. Ich zauber mich mal hier kurz weg. Und dann gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Die Quadrate über den Katheten sind genauso groß wie das Quadrat über der Hypotenuse. Was zur Hölle heißt das? Um es zu verstehen, zeichne ich mir hier mal ein rechtwinkliges Dreieck, zum Beispiel eins mit den Seitenlängen a gleich 3 cm, b gleich 4 cm
und c gleich 5 cm. Der Satz des Pythagoras sagt dann, dass 3 hoch 2 plus 4 hoch 2 gleich 5 hoch 2 ist. Wobei wir darauf achten müssen, dass die längste Seite, also die Hypotenuse, immer die Seite gegenüber vom rechten Winkel ist. Jetzt zeichne ich mir mal die Quadrate aus der Formel ein. Die beiden Quadrate der Katheten male ich hier gelb aus. Das Quadrat über der Hypotenuse male ich orange. Und dann schneide ich das Ganze auseinander. Die gelben Kathetenquadrate sind 16 Quadratzentimeter und 9 Quadratzentimeter groß. Das orangene Hypotenusenquadrat ist 25 Quadratzentimeter groß. Dass die beiden Kathetenquadrate zusammen genauso groß sind wie das Hypotenusenquadrat, kann ich jetzt ganz einfach zeigen, indem ich nämlich die gelben Kathetenquadrate zuschneide und so tetrismäßig auf das orangene Hypotenusenquadrat lege. Seht ihr? Passt genau. Also gilt a² plus b² gleich c². Schwupps, und da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt das gut nachvollziehen können, denn damit wollen wir jetzt arbeiten. Und wir kommen zurück zur Aufgabe 1, wo wir die beiden Katheten kannten und die Hypotenuse unbekannt war. Nochmal, um zurückzukommen, die Kathete B ist 15 cm lang, die Kathete A ist 8 cm lang. Ich mache daraus jetzt mal Zentimeter, da stand nur 8 und 15, aber wir rechnen hier mal in Zentimetern. Und was wir natürlich suchen, ist die unbekannte Hypotenuse. Und das ist immer so bei Satz des Pythagoras Aufgaben. Ihr habt ein rechtwinkliges Dreieck und ihr habt zwei Seiten gegeben und die dritte Seite, die sucht ihr. Wie machen wir das jetzt? Wir haben A schon erledigt und die beiden Katheten benannt und die Hypotenuse benannt, aber wir wollen die Hypotenuse jetzt berechnen. Und dafür müssen wir ganz einfach den Satz des Pythagoras anwenden. Allerdings brauchen wir dafür ein bisschen Platz, deswegen schiebe ich uns das Ganze hier mal nach oben. Und wir müssen jetzt ganz einfach dieses a² plus b² gleich c² auf unser Dreieck hier anwenden. a² ist 8 Quadrat, das habe ich daher, weil ich weiß, dass die Seite a 8 cm lang ist. b² ist 15, also schreibe ich plus 15 Quadrat. Und c², naja, das kann ich nicht hinschreiben, weil ich kenne c nicht. Also schreibe ich ganz einfach c² dahin. Was mache ich als nächstes? Ich rechne das aus. 8 Quadrat kann ich im Kopf, ist 64. 15 Quadrat wird vielleicht schon schwieriger, aber das ist 225. Und rechts steht immer noch c². Wenn ich das zusammenrechne, kommt raus 289 ist gleich c². Und jetzt will ich aber nicht c² wissen, ich will c haben. Und das heißt, ich muss das Quadrat wegbekommen. Und das wisst ihr alle, das geht mit dieser Wurzel. Ne? Quadrate bekommt man mit Wurzeln weg. Das heißt, ich ziehe im Taschenrechner die Wurzel aus 289. Und dann ist bei dem c Quadrat auf der anderen Seite das Quadrat weg. Und ich habe nur noch c. Wurzel aus 289, wenn ihr das eintippt in den Taschenrechner, das ergibt was Schönes, das ist 17. Und damit habe ich diese fehlende Hypotenuse berechnet. Ja? Ich weiß also jetzt hier in meinem Dreieck, wenn das eine 8 und das andere 15 cm lang ist, dann muss diese Hypotenuse C 17 cm lang sein. Und zack, ist die Aufgabe erledigt. So viel zum Thema Satz des Pythagoras verstehen. Jetzt geht's ans Eingemachte, weil wir haben in der Regel bei Satz des Pythagoras Aufgaben nicht einfach so ein Dreieck gegeben, sondern wir haben eine Textaufgabe. Und genau das ist auch der Fall bei Aufgabe 2. Schauen wir doch direkt mal rein. Bei Aufgabe 2 geht es um eine Burg mit einem Festungsgraben drumherum und wir sehen, dass wie in der Abbildung dargestellt eine Leiter da angelehnt wird, um eben diesen Burggraben zu überwinden. Wir sehen jetzt, die Leiter ist 7,4 Meter lang, wir sehen, eine unbekannte Höhe H ist eingezeichnet und wir wissen, dass dieser Burggraben 2,8 Meter breit ist, also diese Leiter 2,8 Meter von der Wand wegsteht. Erster Schritt für uns bei Pythagoras Aufgaben, immer, wir erkennen, wo der rechte Winkel ist. Zweiter Schritt, immer, wir erkennen, gegenüber vom rechten Winkel ist die Hypotenuse. Und das habe ich vorhin angefangen, ich habe die orange gemalt, das werde ich jetzt auch tun, damit wir die nicht verwechseln. Die anderen beiden Seiten sind automatisch unsere Katheten. So, und was sagt jetzt der Satz des Pythagoras? Der sagt, Kathete hoch 2 plus Kathete hoch 2 gleich Hypotenuse hoch 2. Für uns also, ich mache einen Folgepfeil und schreibe hin, Satz des Pythagoras. Für uns bedeutet das,
2,8 hoch 2, also die eine Kathete, plus h hoch 2, also die andere Kathete, gleich 7,4 hoch 2. Und ihr seht den Unterschied zur Aufgabe vorhin. Vorhin hatten wir die beiden Katheten gegeben, also die linke Seite, und wollten auf der rechten Seite die Hypotenuse ausrechnen. Jetzt kennen wir halt die Hypotenuse und eine Kathete und wollen die andere Kathete ausrechnen. Ändert aber fürs Vorgehen gar nichts, nur fürs Lösen der Gleichung. Und was ich jetzt als erstes mache wieder ist, genau wie vorhin auch, ich rechne erstmal aus, was das jeweils ist. 2,8 hoch 2 ist 7,84 plus h hoch 2 kann ich nicht ausrechnen, lasse ich so. Und 7,4 hoch 2 ist 54,76. Jetzt will ich das h hoch 2 ja ausrechnen. Das heißt, ich muss dazu kommen, dass ich h alleine auf der einen Seite stehen habe. Was mich also stört, sind diese 7,84. Und die ziehe ich einfach ab, ne? Minus 7,84. Ein bisschen knapp geschrieben. Ich ziehe es mal ein Stück rüber, dann könnt ihr es besser sehen. Und dann habe ich da noch stehen, auf der linken Seite, nur h². Auf der rechten Seite muss ich auch die 7,84 abziehen, weil das muss man bei Gleichungen immer auf beiden Seiten machen. Dann bleibt da übrig 46,92 und dann habe ich h². Ich will aber nicht h², ich will h. Also ziehe ich wieder dieses Wurzeldingsbums und gebe das in den Taschenrechner ein. H² unter der Wurzel, dann ist das Quadrat weg, ich habe also nur noch h. Und auf der anderen Seite kommt heraus 6,8498... Punkt, 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 Punkt. Eine lange Zahl. Was mache ich also? Ich runde, ne? Und wenn ich runde, muss ich immer diese Wellenlinien machen. Und dann entscheide ich jetzt einfach mal, weil alle Zahlen in der Aufgabe auch eine Nachkommastelle hatten, dass ich auch auf eine Nachkommastelle genau runde. Also will ich hier abschneiden und dann gucke ich mir die 4 an und sehe, ach ja, die muss abgerundet werden. Also ist das Ergebnis 6,8 Meter. Ne? Wenn ich eine Einheit dazu schreiben will, das kennt ihr schon, immer in eckigen Klammern, dass man die nicht einfach dazu gemogelt hat. Und dann können wir antworten. Wie hoch ist die fehlende Höhe? Die Höhe beträgt circa, weil wir gerundet haben, 6,8 Meter. Und fertig ist die erste Pythagoras-Textaufgabe. Gar nicht so schlimm, ne? Machen wir uns an die zweite Textaufgabe, also Aufgabe 3. Dafür zoome ich erstmal wieder raus und mache uns ein bisschen mehr Platz. Da geht es nämlich um die Bildschirmdiagonale von einem Tablet. Da steht jetzt, es hat die Bildschirmmaße wie in der Abbildung. Wir zoomen mal ran und gucken. 36,1 cm lang und 20,3 cm breit. Was sollen wir tun? Wir sollen die Länge der Diagonalen berechnen und vorher die Diagonale einzeichnen. Erste Frage, was ist die Diagonale? Aber das solltet ihr alle wissen. Die Diagonale geht einmal quer, diagonal nämlich, durch etwas durch. Es gibt zwei Diagonalen, ich hätte also genauso gut diese Diagonale eintragen können. Und was ich jetzt will, ist die Länge dieser Diagonalen. Die Aufgabe ist schon schwieriger, aber auch nicht so dramatisch, weil ihr wisst ja schon, es läuft auf Satz des Pythagoras raus. Wir brauchen irgendwo einen rechten Winkel, wir brauchen irgendwie eine Hypotenuse. Und jetzt guckt mal hin, wo seht ihr rechte Winkel? Hier wäre einer, hier wäre einer, hier wäre einer und hier wäre einer. Und jetzt müssen wir uns irgendwie ein Dreieck raussuchen, das einen rechten Winkel drin hat. Wir haben 4 Stück zur Auswahl. Ich wähle dieses hier. Und dann mache ich das immer so, wenn ich so eine Aufgabe habe, ich ziehe mir die Skizze von dem Ding, das ich eigentlich angucken will, nochmal raus. Ja? Also ungefähr so male ich das ab. Und dann kann ich mir nämlich die Größen sehr viel besser da einzeichnen, als ich das könnte, wenn ich in der Skizze weiterarbeiten müsste. Also, welche Maße kenne ich? Guckt nochmal genau hin. Die 36,1 cm Bildschirmlänge quasi, die kann ich hier dran anzeichnen. 36,1 cm. Die 20,3 cm Höhe, die kann ich hierhin einzeichnen. 20,3. Und dann habe ich immer noch den rechten Winkel hier unten rechts. Ne? Und was mache ich jetzt? Ich weiß, gegenüber des rechten Winkels liegt immer die Hypotenuse. Und die haben wir jetzt in den Aufgaben immer orange eingezeichnet. Daran wollen wir uns auch halten. Die orange Hypotenuse ist da. Dann haben wir noch die beiden gelben Katheten. Und die
kenne ich beide. Ja, es ist also eine Aufgabe wie am Anfang, die allererste, wo wir die Hypotenuse ausrechnen wollten. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Das ist unsere Hypotenuse. Ich nenne sie mal D für Diagonale des Bildschirms. Die beiden Katheten, die kennen wir. Und dann können wir ganz einfach wieder mit Satz des Pythagoras anwenden, was wir gelernt haben. Und zwar Kathete hoch 2 plus Kathete hoch 2, also 36,1 hoch 2 plus 20,3 hoch 2, gleich Hypotenuse hoch 2, kennen wir aber nicht, sprich wir machen D hoch 2. Bei den Katheten hätte ich übrigens auch schreiben können 20,3 hoch 2 plus 36,1 hoch 2. Bei Plus ist die Reihenfolge egal, ne? 3 plus 5 ist 8, 5 plus 3 ist 8, da darf man das vertauschen. Deswegen ist hier auch die Reihenfolge der Katheten unwichtig. Hauptsache, ihr nehmt die Katheten auf eine Seite und die Hypotenuse auf die andere. Ne? Die dürft ihr nicht tauschen. Was mache ich als nächstes? Ich rechne aus. 20,3 hoch 2 habe ich ausgerechnet für euch, ist 412,09. 36,1 hoch 2 ist 1303,21. Und auf der anderen Seite steht immer noch mein D-Quadrat. Äquivalenzzeichen, die mache ich auch immer, ne, wenn ich eine Gleichung bearbeite. Und dann rechne ich erstmal zusammen. Da kommt raus 1715,3. Auf der anderen Seite immer noch D-Quadrat. Will ich D-Quadrat haben? Nein, ich will D haben. Also, was tue ich wieder? Das Wurzelding, um dieses Quadrat wegzubekommen. Und dann steht auf der rechten Seite D. Und wenn ich die Wurzel ziehe, mache ich nur einen Folgepfeil normalerweise. Das ist so mathematisch korrekt, aber da bin ich jetzt auch nicht so pingelig. Und was rauskommt ist 41,416 und so weiter. Wir wollen aber runden auf eine Nachkommastelle, weil die Angaben in der Aufgabe auch eine Nachkommastelle haben. Also mache ich schon mal das Gleichheitszeichen weg. Rundungszeichen hin. Und wo muss ich hinrunden? 41,416, wenn ich nur eine Nachkommastelle haben muss. Ich schaue mir die 1 an, ne, und erkenne, die wird abgerundet, sodass ich hier die letzten beiden einfach weglassen kann und das zu 41,4 wird. Zack, Aufgabe erledigt. Wir können also bei B jetzt noch einen Antwortsatz geben und sagen, die Diagonale des Bildschirms beträgt circa, weil wir gerundet haben, 41,4 cm. Damit sind wir dann auch schon bei Aufgabe 4, der letzten Aufgabe zum Satz des Pythagoras, die ich euch rausgesucht habe. Und das ist nochmal eine ganz typische Aufgabe, so eine ähnliche kam auch in der ZP letztes Jahr dran. Ich habe sie euch nochmal hinkopiert und zwar geht es da um ein Gartengrundstück. Da sehen wir jetzt auch eine Abbildung, das soll so sein, als ob wir aus der Vogelperspektive, also von oben nach unten auf diesen Garten drauf gucken und wir sehen die Maße davon. Erste Aufgabe, wir sollen die fehlende Seitenlänge x berechnen. Seht ihr alle, ne? Da oben rechts ist so ein Dreieck quasi, das dem Garten fehlt. Und da ist auch schon der Punkt an der Sache. Man muss nämlich jetzt gucken, wo man ein Dreieck findet. Wir sind ja bei Satz des Pythagoras Aufgaben, also brauchen wir ein rechtwinkliges Dreieck. Aber hier sieht man das auf den ersten Blick gar nicht. Und deswegen, immer wenn man bei solchen Aufgaben steht und denkt, oh Gott, wo ist das rechtwinklige Dreieck, muss man erstmal gucken, ob man vielleicht irgendwo irgendwie eine Hilfslinie einzeichnen kann, sodass sich da ein Dreieck bildet. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Erfahrung und Übung als ihr, aber ich sehe da sofort, ich kann so ein paar Linien einzeichnen und dann erreiche ich da auch so eine Figur, die ein rechtwinkliges Dreieck beinhaltet. Seht ihr das? Der rechte Winkel ist hier unten links. Übrigens nochmal ein Indiz dafür, dass der rechte Winkel nicht immer rechts sein muss. Das hat ja mit dem Namen nichts zu tun, haben wir gelernt. Und jetzt können wir erkennen, gegenüber vom rechten Winkel liegt immer unsere Hypotenuse. Wisst ihr noch, ne? Die anderen beiden Seiten sind die Katheten. Ich male die wieder so ein, wie bei den anderen Aufgaben auch. Die Hypotenuse haben wir orange eingezeichnet, die Katheten hatten wir immer in gelb markiert und jetzt ziehe ich mir, wie ich euch das erklärt habe, das Dreieck nochmal aus der Skizze raus, weil ich kann besser daran arbeiten, wenn ich nur die Teile habe, die ich wirklich brauche. Ja? Also das Dreieck da oben rechts, das hole ich mir jetzt hier nochmal vergrößert quasi als extra Skizze daneben
Und dann schreibe ich mir nämlich auch die zugehörigen Längen dahin. Das ist mein x, meine Hypotenuse, gegenüber vom rechten Winkel. Die Katheten, wie lang sind die? Da muss man erstmal ein bisschen rechnen. Unsere eine Kathete, die hier unten nämlich, die kann ich berechnen, indem ich überlege, was fehlt noch von 340 bis 450? Und das sind halt 110 Meter. Genauso geht es bei der anderen Kathete. Da habe ich hier 210 Meter und hier 170 Meter. Das heißt, ich kriege diese Kathete hier, wenn ich überlege, wie viel noch fehlt von 170 bis 210. Und das sind halt 40 Meter. Und jetzt kann ich mir die Maße an mein Dreieck eintragen. Hier haben wir 110 Meter, hier haben wir 40 Meter und meine Hypotenuse soll ich berechnen. Jetzt wisst ihr das aber alle schon, wie es geht, weil wir das ja geübt haben bei den anderen Aufgaben. Ich muss mir überlegen, was sagt der Satz des Pythagoras? SDP schreibe ich mal hin. Und der sagt, Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat gleich Hypotenuse zum Quadrat. Und jetzt kann ich wieder ausrechnen. 40 hoch 2, ich habe das alles schon mal vorbereitet, ist 1600. 110 hoch 2 ist ein bisschen größer, ist 12.100. Und das ist immer noch x Quadrat. Jetzt rechnen wir das zusammen auf der linken Seite. Dann steht da 13.700 ist x Quadrat. Wir wollen aber nicht x Quadrat, wir wollen x. Also ziehen wir die Wurzel und dann ist das Quadrat weg. Wir machen einen Folgepfeil, rechts steht nur noch x, weil die Wurzel das Quadrat rauskickt. Und die Wurzel aus 13.700 ist irgendwie 117,046 bla bla bla. Aber wir werden das runden und zwar auf glatt 117. Ne? Weil nämlich unsere Angaben in der Aufgabe auch auf ganze Meter gerundet sind, können wir unsere Lösung genauso auf ganze Meter runden. Und dann können wir hinschreiben, weil wir ja gefragt wurden und sagen, die fehlende Seitenlänge x, die beträgt etwa, weil wir gerundet haben, ne, 117 Meter. Fertig mit Aufgabenteil A. Jetzt kommt B und das ist auch sehr typisch, so ähnlich war es in der ZP letztes Jahr auch. Da soll man jetzt nämlich noch die Fläche von diesem Garten berechnen. Ne? Berechne den Flächeninhalt des Grundstücks. Dafür kopiere ich uns das Ding nochmal. Zack, und dann fügen wir uns das hier unten ein und überlegen, wie wir das denn am besten berechnen können. Und weil es so eine komische Figur ist, würde ich vorschlagen, zerlegen wir uns die in Teile, die wir gut berechnen können. Zum Beispiel ist ja das hier, was ich jetzt grün schraffiere, ein Rechteck. Und dieses Rechteck können wir ganz einfach mit einer Formel berechnen für die Fläche. Die gibt es nämlich, und zwar in der Formelsammlung. Und ihr werdet sehen, wenn ihr die Formelsammlung für die ZP genau anschaut, da gibt es so eine Formel, wenn ihr ein Rechteck habt mit Seitenlänge A und B, dass die Fläche A mal B ist. Und zack, wissen wir, wie wir hier die Fläche A1, nenne ich die mal, berechnen würden. Ja? Aber das reicht ja noch nicht, wir brauchen noch mehr. Und zwar haben wir hier nochmal ein Rechteck. Und dafür gilt natürlich auch wieder dieselbe Formel, a mal b. Wir müssen nur die Seitenlängen rausfinden. Und dann haben wir hier unsere Fläche a2. Und die letzte Fläche, die wir brauchen, mache ich mal in rot, ist hier dieses kleine Dreieck. Und dafür müsstet ihr nochmal nachschauen in der Formelsammlung. Ich nenne es mal a3, wie ich die Fläche vom Dreieck berechne. Ist aber eigentlich auch nicht so schwierig. Ihr habt dann eine Grundseite und eine Höhe, die senkrecht auf dieser Grundseite steht. Und dann ist die Formel für den Flächeninhalt vom Dreieck einfach nur g mal h geteilt durch 2. Ja, müsst ihr euch nicht merken, guckt ihr einfach in der Formelsammlung dann nach. Und das Besondere bei unserem Dreieck ist, dass wir ein rechtwinkliges Dreieck haben. Und deswegen, wenn ich das mal hier daneben zeichne, seht ihr das? Das Besondere daran ist, dass die Höhe im rechtwinkligen Dreieck, weil die ja senkrecht auf der Grundfläche stehen muss, nicht so wie bei dem, das ich eben eingezeichnet habe, irgendwo in die Mitte davon muss, sondern das ist einfach eine der Seiten, ne? Diese Höhe. Und deswegen können wir das hier bei uns als diese 40 auch super ablesen und müssen uns da keine Sorgen machen, wie wir die berechnen. Versuchen wir es mal. Ich fange an mit A1, das einfachste davon, ne? Ein großes Rechteck. Was sind die Seitenlängen? 340 Meter und 210 Meter. Also berechne ich dafür 210 mal 340. Und dann wird da rauskommen, wenn man es eintippt, 71.000
71.400 Einheit natürlich Quadratmeter, ne? Weil ich hier in Metern gerechnet habe, dürfen wir nicht einfach dazu schreiben, mache ich also in eckige Klammern. Nächstes Ding, A2, was berechne ich dafür? Gucken wir uns die Seitenlängen an, 110 Meter und 170 muss ich miteinander multiplizieren und dann kommt raus 18.700 Quadratmeter. Und das letzte Stück, diese rote dreieckige Ecke da oben, das ist, wenn ich es ausrechne, g mal h durch 2, also 110 mal h ist 40 geteilt durch 2. Und wenn ich das eintippe in den Taschenrechner, kommt raus 2200 Quadratmeter. Jetzt will ich die Fläche vom ganzen Garten. Also was mache ich? Natürlich, ich rechne alle einzelnen Flächen zusammen. Und wenn ich das tue, kommt da unterm Strich raus 92.300 Quadratmeter. Und damit kann ich jetzt auch noch auf B antworten und sagen, die Fläche des Gartengrundstücks, die beträgt eben 92.300 Quadratmeter. Ja, und damit sind wir am Ende von diesem Aufgabenblatt angekommen. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr diese Aufgaben jetzt gut verstanden und gut hingekriegt habt, dann müsst ihr euch eigentlich für die Pythagoras-Aufgabe in der ZP auch keine Sorgen machen. Das solltet ihr dann auch alles hinbekommen. Ich bin durch für heute mit Pythagoras mit euch. Wir machen morgen weiter mit dem Thema Excel-Tabellen. Und wenn ihr jetzt eine Pause von Mathe braucht, blende ich euch da hinten nochmal ein Video ein von meiner Fahrradweltreise, was ihr euch anschauen könnt. Und wenn ihr Lust habt, dann freue ich mich, wenn ihr hier diesen Kreis anklickt und den Kanal abonniert und vielleicht auch sogar anderen Mitschülern sagt, die sich auch auf die ZP in Mathe vorbereiten, dass sie hier mal reingucken sollen. Tschüssi, mach's gut!